liturgischen Gesänge, der Weihrauch, der Duft von Kerzen. In der Istanbuler Mariä-Verkündigungskirche ist alles so, wie es sich für einen orthodoxen Gottesdienst gehört. Nur die Gemeinde fehlt. Nicht einmal ein Dutzend Besucher sind gekommen und alle sind im Rentenalter. Die griechische Minderheit Istanbuls droht zu verschwinden und ihre Kirchen zu verfallen. Heute sind wir nicht 110 oder 120.000, wir sind knapp 3.000. Wenn diese Situation sich nicht ändert, biologisch, mathematisch-biologisch gesehen, das kann nicht weitergehen. Das heißt, es kann nur 5 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre dauern. Aber was danach? Auch Pater Dositius, der aus Deutschland in seine Heimatstadt Istanbul zurückgekehrt ist, ist längst im Rentenalter. Aber junge griechisch-orthodoxe Priester fehlen. Früher wurden sie hier auf einer Insel vor den Toren Istanbuls ausgebildet. Doch das Priesterseminar von Halki ist vor 40 Jahren unter einem Vorwand geschlossen worden. Vergeblich wird auch im Ausland dessen Wiedereröffnung gefordert. Die türkische Regierung zeigt sich von der Kritik aber unbeeindruckt. Istanbuls Christen hoffen, dass sich auch der Papst dafür einsetzt, dass hier wieder Theologie gelehrt werden kann. Jedes Patriarchat, jedes Erzbistum, freie Kirche, also annexiert innerhalb der orthodoxen Kirche, hat so eine Ausbildungsstätte. Wir sind die Einzigen, denen momentan das weggenommen worden ist. Auch der Streit um die Hagia Sophia überschattet den Papstbesuch. 1000 Jahre lang war sie Kathedrale der Griechen, später machten sie die Türken zur Moschee. Heute ist die Hagia Sophia ein Museum. Doch das wollen nun immer mehr Türken nicht hinnehmen. Radikale Muslime fordern, in der Hagia Sophia wieder beten zu können. Über 15 Millionen Unterschriften haben sie dafür angeblich bereits gesammelt. Das ist unsere Moschee und wir wollen sie zurück. Das ist nicht gegen die Christen gerichtet, sondern das ist unser natürliches Recht. Schließlich haben wir Istanbul damals erobert. Das wäre ein weiterer Schlag gegen Istanbuls winzige griechisch-orthodoxe Gemeinde. Sollte die türkische Regierung den christlichen Minderheiten nicht mehr Rechte einräumen, könnte es bald zu spät sein.